Ich habe heute ein bisschen was Längeres mit euch vor. Deshalb würde ich euch empfehlen, gleich mal einen Blick in die Videobeschreibung zu werfen. Wenn ihr am PC seid, könnt ihr dann gleich zur richtigen Minute zu eurem Thema springen. Oder am Handy, glaube ich, da kann man nicht automatisch springen, aber da kann man zumindest sehen, wohin man spulen muss. Was will ich heute mit euch machen? Naja, ich habe hier zwei Fritzboxen gekauft. Das sind solche Retourenrückläufe von 1 und 1, gebrandet, sind aber normale Fritzboxen. Also habe eine ganz normale Firmware drauf. Und ich halte es mal hier in die Kamera. Das ist die 7362 SL. Dass ihr das WLAN-Passwort jetzt gesehen habt, ist nicht weiter schlimm, denn das werde ich sowieso ändern. Ich will mit euch Folgendes durchgehen. Als erstes werden wir die Fritzbox einrichten, dass die überhaupt mal Internet bekommt. Das heißt bei mir, ich habe jetzt eine andere Fritzbox, die Internet macht. Das heißt, ich werde die einrichten, als hätte ich schon einen Router, der Internet hat. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, so dieses TAE-Kabel hier zu benutzen und hier die direkt an euren DSL-Anschluss von Telekom 1 und 1, Vodafone, sonst was anzuschließen und einfach eure Zugangsdaten einzugeben. Das nächste wird dann sein, dass wir diese beiden Fritzbox zusammen in ein Mesh-Netzwerk nehmen. Da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Zum Beispiel kann man die eine als Repeater konfigurieren. Das werde ich aber nicht tun in dem Fall, sondern wir werden uns überlegen, dass wir die beiden mit einem Kabelanschluss verbinden und dann macht jede ihr eigenes WLAN auf und dieses Meshnetz sorgt halt dafür, dass das Endgerät am Ende dann im bestmöglichen WLAN landet. Bei dieser ganzen Sache, bei der Fritzbox-Einrichtung, sollte man jetzt sehr systematisch vorgehen. Vor allem dann, wenn man mehrere Fritzboxen hat, weil man ist dann vielleicht mal auf der falschen und verkonfiguriert sich das Ganze. Und man sollte auch darauf aufpassen, wenn man schon eine Fritzbox jetzt zum Beispiel am Anschluss hat, so wie bei mir, dass man immer auf der richtigen landet. Deshalb müssen wir uns vorher überlegen, wer von den beiden Fritzboxen wird der Chef sein, weil die sind erstmal identisch. Die sehen zwar, haben hier zwar eine andere Aufschrift, aber die sind prinzipiell erstmal identisch. Ich nehme jetzt einfach mal einen raus, das sage ich, das wäre der Master, das heißt, das ist der Mesh-Master sozusagen. Und die andere, die kommt dann als Sklave hinten dran, als Slave. Das markiere ich mir jetzt hier auch mal physisch, dass ich da nicht durcheinander komme. Und jetzt nicht wie wild gleich alles anschließen, sondern wirklich systematisch vorgehen. Wir fangen also mit dem Master an und der Master ist auch bei mir der, der dann Internet bekommt. Dazu mache ich jetzt hier mal das Netzteil auf. So, jetzt schließe ich die an und das Ganze dauert jetzt einen Moment. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbinde die mit einem Kabel zu meinem Laptop oder über WLAN. Würde beides gehen, ist beides im Grunde unproblematisch. Man muss halt nur wissen, was man tut. Meine Empfehlung jetzt, damit ihr nicht durcheinander kommt, ist, ein Kabel zu nehmen und die mit dem Laptop zu verbinden. Habe ich hier schon vorbereitet und damit das funktioniert, muss ich einen von diesen gelben Anschlüssen da hinten benutzen. Ich nehme jetzt mal LAN 2. Lassen wir die mal hochfahren. Wenn ihr jetzt einen Computer habt und ihr seid da gleichzeitig auch im WLAN in einer anderen Fritzbox drin, ja, dann kann es passieren, dass ihr Probleme kriegt. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut, nehmt mal den anderen Router quasi raus, also trennt das WLAN oder trennt die andere Kabelverbindung, je nachdem, wie ihr verbunden seid. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe mal auf 192.168. Jetzt hat er hier das Netzwerk erkannt. Ich sag mal hier nein. 168 und dann hier 178.1. Und hier oben sehe ich jetzt schon erstmal, dass die Bezeichnung stimmt und das heißt für mich, ich bin sehr vermutlich auf der richtigen Fritzbox hier gelandet. Meine andere hat eine andere Bezeichnung, von daher kann ich oben an der 7362 schon erkennen, naja, das wird wohl die richtige sein. Jetzt kann ich hier ein Fritzbox-Kennwort vergeben, das wähle ich hier mal ziemlich einfach. Solltet ihr natürlich nicht tun, Passwortmanager und so verwenden. Wenn dieser Dialog jetzt bei euch am Anfang nicht gekommen ist, dann solltet ihr sicherstellen, dass ihr die Fritzbox in den Werkszustand zurücksetzt. Und da ich eh generell misstrauisch bin, bei mir sieht es jetzt zwar so aus, als wäre das der Werkszustand gewesen, mache ich das sowieso nochmal mit beiden Boxen. Und zwar geht das so, dass ich hier einfach einmal abbreche, beende hier den Assistenten, der kommt dann eh nochmal und gehe jetzt hier auf System. Ach, boah, das versteckt sich ja immer so ein bisschen, glaube ich, Sicherung, genau, Werkseinstellungen und hier Werkseinstellungen laden. Alle Einstellungen werden gelöscht, ja, möchte ich haben. So, während die jetzt sich in die Werkseinstellungen setzt, machen wir den gleichen Spaß auch einmal mit dem anderen Gerät. Also einmal anschließen, dass er Strom bekommt. Und ich nehme jetzt hier den Stecker raus. So, dass ich auch wieder ganz sicher sein kann, mit welcher ich verbunden bin.
gehe wieder in LAN 2 rein damit. Und am PC mache ich jetzt hier einmal, ja gut, einmal neu laden. Das mache ich erst, wenn die auch richtig blinkt. Hier, das tut sie noch nicht. Warten wir da mal kurz ab. So, jetzt habe ich die angeschlossen und jetzt wird es nämlich kurios. Und das ist genau der Grund, warum ich die immer in den Werkszustand setze. Hier bekomme ich jetzt auf einmal eine Anmeldemaske. Die habe ich bei der anderen nicht bekommen. Also es stand bei der Beschreibung dabei, das Passwort wäre 4x die 0. Probieren wir es mal. Ja, geht schon nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Fritzbox bekommen, die ist nicht im Auslieferungszustand. Es kann jetzt also sein, dass da noch irgendwelche Zugangsdaten hinterlegt sind. So, ich mache jetzt hier einmal Kennwort vergessen und sage auch hier Werkseinstellungen wiederherstellen. Auch hier habe ich ja die Bezeichnung, die 7362 oben gesehen. Ich weiß also auch hier, dass ich auf der Fritzbox bin, auf der ich sein möchte. So, die lassen wir jetzt auch mal in Werkszustand setzen. Die andere ist schon wieder da in der Zwischenzeit. Deshalb stecke ich die mal wieder um. Ich habe es jetzt nicht dazu gesagt. Man kann entweder auf fritz.box gehen, mache ich aber ungern. Ich gebe eher direkt die IP-Adresse ein und die Standard-IP-Adresse, wenn die im Werkszustand sind, ist die 192.168.178.1. So, das Ganze lade ich jetzt nochmal neu und dann soll ich wieder auf dieser hier, auf der Masterbox landen. So, jetzt bin ich auch wieder in diesem Menü, das wir vorhin auch hatten, ist in Ordnung. Da gebe ich jetzt auch nochmal mein Passwort hier ein und bestätige das. So, jetzt fragt er mich, wie ich das Ganze einrichten will. Ich werde es jetzt auch erstmal mit diesem Assistent versuchen und wenn das klappt, alles in Ordnung. Ich habe hier schon mein Kabel vorbereitet. Das ist jetzt das Kabel, das von meiner Fritzbox kommt, die bereits Internet macht. Und das will ich ja jetzt in dem Fall auch nutzen. Wenn ihr jetzt einen Anbieter wie 1 und 1 oder sowas habt und mit diesem THE-Kabel das Ganze anschließen wollt, dann wählt ihr jetzt hier bitte DSL einfach aus und gebt dann eure Zugangsdaten ein. Ist jetzt aber bei mir nicht der Fall. Wenn wir hier richtig gelesen haben, bei WAN steht, dass er das herstellen will über den Port LAN 1. Also schließe ich meine Fritzbox mal an LAN 1 an. Also meine Fritzbox, da ist immer meine Cable-Fritzbox gemeint, wenn ich das sage. Das hier bezeichne ich mal nicht als meine Fritzbox. So, ich wähle jetzt mal hier WAN aus und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Einen Startcode habe ich jetzt hier nicht und deshalb klicke ich einmal bitte hier. So, und da gehen wir jetzt auch wieder auf Weiter. Und jetzt hat das Ganze wahrscheinlich gar nichts gebracht, was ich ausgewählt habe. Ich gehe jetzt mal hier auf Weitere Internetanbieter. Hier sage ich jetzt bitte wählen. Tja, und dann sage ich hier vorhandener Zugang über LAN. Das ist ja genau das, was ich jetzt hier machen will. Hier steht auch nochmal, dass das an LAN 1 angeschlossen werden muss. Und hier steht, die Fritzbox arbeitet nun selbst als Router und stellt ein Netzwerk mit dem eigenen Netzwerkadressbereich zur Verfügung. Dann gehe ich auf Weiter und klicke hier nochmal auf OK. Hier steht jetzt, ich soll das noch nicht verbinden. Das heißt, ich ziehe das Ganze nochmal raus aus LAN 1. Und hier steht jetzt, stellen Sie sicher, dass der Anschluss LAN 1 nicht belegt ist. Okay, das ist so. Und hier nochmal auf Weiter. Jetzt sagt er Einrichten und jetzt soll ich das verbinden. Das mache ich jetzt auch nochmal so. Und hier nochmal Weiter. So, er soll jetzt die IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen. Das kann er im Prinzip machen. Werde ich dann aber vielleicht nochmal ändern. Mal schauen. So, die Fritzbox ist jetzt unter 192.168.188.1 erreichbar. Das glaube ich jetzt zwar nicht so ganz, weil eigentlich habe ich einen anderen IP-Adressbereich, aber schauen wir mal. Also beziehungsweise doch, das stimmt natürlich, er hat ja jetzt getrennte Netzwerke. Nee, also das sollte eigentlich passen. Ich gehe mal auf zur Übersicht. Da wird wahrscheinlich nichts passieren, genau, weil ich muss jetzt hier einmal die neue IP reinkopieren, schätze ich. Ja, nein, er hat automatisch die IP übernommen. Okay, Kennwort haben wir ja jetzt. Bin auch immer noch auf der richtigen, sehe ich ja oben an der Bezeichnung. Genau, und hier sehe ich jetzt, dass meine Fritzbox, also die bei mir das Cable-Internet macht, die jetzt hier nicht Teil des Videos ist, die hat dem jetzt eine IP zugewiesen, nämlich die 144. Kann auch im Grunde so bleiben, ist auch völlig egal, weil wenn ich auf die Fritzbox zugreifen will und die konfigurieren will, benutze ich eh immer die 188 und 1. Ob ich jetzt tatsächlich Internet habe, das kann ich testen, indem ich einfach mal auf wie-ist-meine-ip.de gehe. Und da sehe ich, dass erstens die Seite aufgerufen wird und ich auch eine IP-Adresse entsprechend habe. Ja, jetzt habe ich hier Internet und wir sollten dann als erstes mal gucken, ob es ein Update für das Gerät gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es eins gibt. Das Ding ist ziemlich alt. Dazu gehe ich hier unten System Update und neues Fritz OS suchen und kann hier auf 7.0.1 updaten. Klicke jetzt hier einmal Update starten und das wird jetzt ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit würde ich wieder die Box hier wechseln, die hat ja jetzt hier Internet, von daher alles gut, und gehe auf die andere Box. Das Problem ist jetzt, die will ich ja als Mesh-Gerät einbinden.
Heißt aber, die muss ich auch erstmal updaten. Die habe ich jetzt in den Werkszustand gesetzt. Die hat aber ja jetzt aktuell noch kein Internet. Das heißt, ich würde der einmal kurz Internet geben, genau wie wir es gerade auch gemacht haben, das Update machen und dann wieder in den Werkszustand versetzen. Der hat hier gesehen, hier hat sich das Ganze ausgeloggt. Ich gehe jetzt wieder auf die 178.1. Jetzt müsste ich dann wieder auf der landen. Also das ist immer hier mein Stecker für den Laptop. Der ist verbunden. Und genau, die blinkt ganz wild, weil die gerade ihr Update macht. Und der Slave, der kriegt jetzt was anderes beigebracht. Das Ganze mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Das ist jetzt das Gleiche nochmal. Ich will nur, dass die kurz Internet hat und das Update machen kann. Gleiches Spielchen wie vorher. Ich gehe hier auf Update und lade mir das neue FritzOS runter. Das lasse ich jetzt am Internet. Auch hier immer aufpassen, welchen Stecker man zieht. Das zieht sich ja jetzt erstmal das FritzOS. Und dann stelle ich die wieder ein bisschen zur Seite. Die Master Fritzbox hat jetzt neu gestartet. Hier schließe ich an LAN 2 an und LAN 1 erwartet er ja Internet. Und jetzt muss ich hier nochmal das Passwort eingeben. Jetzt bin ich auf dieser Box hier unterwegs. Rechts sieht man, dass sie gerade fröhlich mit dem Update beschäftigt ist. Hier kann ich jetzt ein paar Diagnosedaten an AVM schicken lassen oder halt auch nicht. So, und jetzt bin ich da auf dem super aktuellen Stand der Box und kann eigentlich mit der Konfiguration anfangen. Dazu gehe ich jetzt hier einmal auf WLAN bzw. Heimnetz und hier gibt es Mesh. So, er hat das Mesh-Zeichen da, das ist schon mal gut. Das ist hier mein Desktop-PC, mit dem ich verbunden bin. Und das passt soweit auch. Jetzt gehe ich nochmal auf die Mesh-Einstellungen. Jetzt sind wir in den Mesh-Einstellungen und wir sind hier auf der Masterbox und hier steht auch Master. Das lassen wir jetzt also so. Jetzt gehe ich dazu über, das WLAN direkt einzurichten. Wichtig ist vor allem der Name der SSID und die Sicherheit. Das ist jetzt der standardmäßige WLAN-Netzwerkschlüssel. Da sollte man natürlich einen anderen eingeben. Der ist natürlich mega schlecht, aber ist jetzt ja hier erstmal nur zur Demonstration. Klicke ich hier einmal auf Übernehmen. Und jetzt bekomme ich hier so ein tolles Merkblatt, das ich mir theoretisch ausdrucken kann. Lasse ich jetzt aber mal sein. Damit bin ich jetzt mit der Masterbox eigentlich soweit fertig. Jetzt kümmern wir uns wieder um die Slavebox. Die hatte ja jetzt Internet gehabt oder hat noch. Konnte ja jetzt das Update da erfolgreich machen, hoffe ich. Und ja, jetzt müssen wir hier wieder neu laden. Genau, jetzt bin ich wieder in der anderen Box, in der Slavebox gerade. Ja, und auch hier, ja klar, der WLAN-Schlüssel ist ja auch da. Und jetzt wird es nämlich richtig schön. Jetzt gehen wir nämlich hier mal unter Heimnetz. Halt, nein, das machen wir eben nicht. Wir haben jetzt ja schon was eingerichtet und ich setze die jetzt nochmal in Werkszustand mit der neuen Firmware zurück. Müsste ich jetzt nicht unbedingt machen, habe aber eigentlich da immer die beste Erfahrung mitgemacht, das so zu tun, die immer quasi in die Werkseinstellungen zurückzusetzen. So, das muss ich jetzt nochmal bestätigen. Und okay, während das jetzt läuft, können wir uns ja schon mal überlegen, wie das Setup dann aussehen soll. Ich habe mir jetzt ja gedacht, ich gebe der Masterbox Internet, also das kann bei euch natürlich über den normalen Telekom-Anschluss kommen, gar kein Problem. Bei mir kommt es ja jetzt über das Kabel. Das schließe ich jetzt nochmal an, die kriegt jetzt nochmal Internet. Die Slavebox macht jetzt ihre Werkseinstellungen, genau. Und jetzt will ich ja hergehen und will die beiden verbinden. Also das kann man zum Beispiel vorstellen, wenn man Powerline-Geräte hat, so über Powerline verbindet und beide machen dann nochmal so ein Mesh-Netzwerk auf. Oder noch besser ist natürlich eine direkte Kabelverbindung über zum Beispiel zwei Stockwerke bei den Teilen. Das können wir jetzt im Kleinen hier nachbauen. Dazu habe ich mir jetzt hier noch ein Netzwerkkabel geholt und das würde ja dann in der Praxis so aussehen, dass hier bei der, die Internet macht, halt in meinem Fall LAN 1 die Internetbuchse ist und ich nehme ein zweites Kabel. Das kommt dann zum Beispiel an die Buchse LAN 2 und würde ich jetzt mit dem Slave-Router hier verbinden. Das kann ich ruhig hier in LAN 1 reinstecken, weil der soll über LAN 1 kein Internet bekommen, sondern der soll quasi als IP-Client im Netzwerk sein. Und jetzt habe ich die Konfiguration eigentlich schon so fertig, wie ich mir das vorgestellt habe. Die beiden Boxen sind miteinander verbunden und die linke Masterbox ist die Internetbox. Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die Slavebox quasi richtig eingerichtet wird. Verbunden bin ich jetzt mit dem Laptop hier wieder an der Slavebox. Jetzt lade ich hier einmal neu und das wird nichts werden, denn wir sind hier noch auf der falschen IP. Ich gebe wieder mal die 178 ein, die Standard-IP der Fritzbox und da werde ich jetzt verbunden. Willkommen bei Ihrer Fritzbox. Bitte drücken Sie kurz eine beliebige Taste,
an der Fritzbox, um sich anzumelden. Wir haben hier zwei Tasten, Deckt und WLAN. Drücke ich mal eine. So, jetzt kann ich hier nochmal ein Passwort eingeben und sage hier okay. Und ich kann mich jetzt hier nochmal mit Passwort anmelden. So, und den Assistent breche ich jetzt hier als erstes mal ab und sage hier Assistent beenden. Hier gehe ich jetzt auf Heimnetz und Mesh und gehe hier auf die Mesh-Einstellungen. Hier sage ich jetzt, ich bin ein Mesh-Repeater und diese Fritzbox ist ein Netzwerkgerät-IP-Client im Heimnetz eines anderen Routers. Sie erhält vom Router eine IP-Adresse. Sehr gut. Der Heimnetzzugang ist tatsächlich per LAN, ist ja hier über Kabel. Und ganz wichtig ist hier unten, was ich euch empfehlen würde, die Einstellungsübernahme auf aktiv zu lassen. Gehe einmal auf Übernehmen und jetzt gehe ich hier auf die Mesh-Übersicht zurück. Und die ist jetzt ja als IP-Client eingerichtet. Das heißt, ich werde die Box nicht mehr über die IP erreichen. Die IP dürfte sich jetzt geändert haben, deshalb gehe ich jetzt mal auf die 88.1. So, mit der 88.1, auf welcher Fritzbox bin ich jetzt denn? Die sind beide miteinander verbunden, ich könnte also theoretisch auf beiden sein. Tatsächlich werde ich wahrscheinlich auf der Masterbox sein. Ich habe ja über beides mal das gleiche Passwort, also an dem Passwort werden wir jetzt nicht merken, auf welcher Box ich bin, aber wir gucken gleich mal. Ich gehe jetzt nochmal hier auf Heimnetz und auf Mesh und hier sehe ich schon mal, dass deine zweite Box angebunden ist und die hat die IP-Adresse 22 hinten, also 192.168.2.2. Was ich jetzt hier aber nicht sehe, ist, dass die WLAN-Einstellungen auch tatsächlich übernommen wurden. Also, dass quasi das jetzt im Mesh ist. Das würde ich daran sehen, dass dieses Mesh-Symbol auch bei dieser Box hier erscheint. Schön ist aber, ich nehme jetzt einfach die IP-Adresse, kopiere die hier oben rein und dann weiß ich, dass ich jetzt auf der Box hier bin. Also nur nochmal, um es klar zu machen, ich weiß ja, wer der Mesh-Master ist, habe ich ja hier draufgeklebt, das ist immer die Box, die hier vorne steht. Das ist der Mesh-Repeater oder ich habe das hier Slave genannt. Das ist jetzt der hier. Also das sieht man, muss man halt an den IP-Adressen dann entsprechend unterscheiden. Jetzt müssen wir mal gucken, an was das liegt, dass das jetzt noch kein richtiges Mesh-Gerät ist, weil eigentlich war es ja eingebunden. Ich habe so eine Idee, an was das liegt. Gehen wir mal auf die Mesh-Einstellungen. Was ich vergessen habe, das ist halt, wenn man nicht richtig liest, verbinden Sie die Fritzbox-Produkte per LAN miteinander, klicken Sie auf Übernehmen, um diese Fritzbox zu verbinden, drücken Sie auf der anderen Fritzbox und dieser Fritzbox die Taste, die WPS auslöst, sobald diese miteinander verbunden sind. Also miteinander sind sie verbunden und WPS ist bei uns vermutlich die WLAN-Taste, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob ich die, ich glaube, die muss ich kurz drücken, also ich drücke hier mal kurz die WLAN-Tasten an. Und lang drücken würde dann die Verbindung quasi ausschalten beim WLAN, glaube ich. Oder lang drücken war WPS, schauen wir mal. Tatsächlich habe ich jetzt wahrscheinlich das Ganze ausgeschaltet. Aber macht ja nichts, ich bin ja mit Kabel verbunden, das kann ich jetzt hier gleich nochmal neu laden. Dann sehen wir ja, was wir hier sehen. Immer noch nicht im Mesh. Also drücken wir mal lang, so dass quasi WPS ausgelöst wird. Ja, wäre vielleicht aber sinnvoll, erstmal WLAN dazu wieder zu aktivieren. Da drücke ich einmal kurz drauf. Also mir schön, wenn ich auch gleich ein paar Fehler mache, weil das sind so Fehler, die einem doch dann auch passieren können. Da weiß man jetzt wenigstens, was die Fehlerlösung ist. Also WLAN ist jetzt wieder an bei beiden. Ich drücke jetzt einmal WLAN lange. Und hoffe, dass irgendwas passiert. Nichts passiert so richtig. Ich drücke es hier auch nochmal lange. Auch da passiert nicht wirklich was, also geht wieder aus. Naja, wir laden mal neu und gucken mal, was passiert. Ansonsten müssen wir halt Anleitung lesen. Ich versuche jetzt nochmal länger zu drücken, mal schauen, was dann passiert. Es ist nicht so richtig beschrieben, ich weiß auch gar nicht, ob die quasi eine WPS-Taste hat. Ansonsten müssen wir das softwaremäßig aktivieren. So, jetzt habe ich es mal lang gedrückt. Ah, doch, also ich war vorhin einfach zu kurz. Muss man tatsächlich so lang drücken, bis hier was zu blinken anfängt. Das sind wahrscheinlich die berühmten 5 Sekunden, die ich nicht abgewartet habe. Und jetzt haben die sich verbunden, glaube ich. Gut, Deck geht wieder aus, WLAN ist an, sehr gut. Also lang drücken ist aber nur bei meinen Boxen so. Müsst ihr wieder bei eurer gucken, ob die anders ist und vielleicht auch eine andere Taste, wo dann schon WPS draufsteht. Ja, und juhu, ich sehe es hier schon, wir haben hier eine LAN-Brücke, das ist richtig und die Verbindung hat geklappt. Jetzt wäre noch, und hier sehe ich es jetzt auch übrigens, also hier ist das Mesh-Zeichen jetzt dran, ganz klasse. Was ich euch jetzt noch mit auf den Weg geben würde, ist natürlich WLAN-Passwort ändern. Und das ist relativ komfortabel hier, weil wir haben Einstellungsübernahme vorhin aktiviert. Und wenn ich jetzt hier auf Sicherheit gehe, das ist jetzt der Mesh Master, hat man ja vorhin gesehen, und ich ändere den jetzt mal auf, keine Ahnung, ja, das ist ja nur der Netzwerkschlüssel, genau,
Sollte auch übrigens auf keinen Fall gleich sein, WLAN-Schlüssel und Fritzbox-Schlüssel natürlich. Genau, stelle ich jetzt mal hier auf 1 und sage da einmal übernehmen. Und die können sich jetzt hier über das gelbe Kabel die Einstellungen wunderbar austauschen. Ich kann zum Beispiel, dass wir das auch nochmal sehen, Funknetz kann ich einen Namen geben. WLAN-Funknetz aktiv, genau. Ja, das nennen wir jetzt einfach mal Mesh. Und das übernehme ich auch. Und das sollte jetzt halt funktionieren, dass die quasi sich immer synchronisieren mit den WLAN-Einstellungen. Also ich sollte jetzt wirklich nur noch das Mesh-Netz sehen oder das mit der Bezeichnung Mesh hinten dran von beiden Boxen. So, dann gehe ich nochmal auf Funkkanal. Genau, das würde ich also einfach alles auf automatisch setzen stehen lassen. Da würde ich an eurer Stelle gar nichts dran ändern. So, das hat jetzt hier ziemlich lange geblinkt. Ich habe jetzt auf meinem Handy aber auch nochmal geprüft. Also ich sehe nur noch das Fritzbox Mesh WLAN. Das heißt, beide Boxen sollten das jetzt haben. Zu guter Letzt würde ich euch noch zwei Dinge jetzt empfehlen. Und zwar die Fritzbox, die zweite hat die IP 22 und also hinten immer 22 und die andere hat die 1. Zum anderen sehe ich hier, dass 100 Mbit hier angezeigt werden. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Das soll ein Gigabit eigentlich sein. Von daher, also lösen wir erstmal den ersten Konflikt mit den 100 Mbit. Dazu gehe ich mal auf Netzwerk und Netzwerkeinstellungen. Die Fritzbox hat nämlich die doofe Angewohnheit. Genau, die macht nicht alle Ports auf 1 Gigabit. Deshalb, und die kann das auch sogar gar nicht, die Port 3 und 4 gehen gar nicht im Gigabit-Modus. So, deshalb gehe ich mal hier auf ja, Übernehmen, schalte also so viel wie möglich auf Gigabit und würde auch dann die Ports bevorzugt nutzen. Muss man halt ein bisschen drauf achten, was man da hinten dran anschließt. Jetzt gehe ich wieder auf die andere Box. Wir haben uns die 22 hinten gemerkt. Und da mache ich jetzt einmal das gleiche, Heimnetz, Netzwerk und Netzwerkeinstellungen. Auch hier zumindest Port 1 und 2 auf Gigabit schalten. Ja, das bestätigen wir einfach mal. Und hier bin ich ja quasi über Port 2 verbunden. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die Einstellungen und schauen, dass da wirklich Gigabit anliegt. Und hier zeigt es mir jetzt im Grunde schon an. Ich gehe aber trotzdem nochmal in die Einstellungen hier unter Mesh, dass das auf beiden auch passt. Hier steht das Gigabit, okay. Und jetzt hat er hier auch ein Gigabit ausgehandelt. Sehr gut. Mein Laptop ist jetzt komischerweise noch angeblich über die 100 Mbit verbunden. Das kann sein, dass der sich vielleicht jetzt nicht neu ausgehandelt hat. Ich trenne den einfach mal und schließe den wieder an. Der sollte natürlich auch ein Gigabit haben. Der ist auch an LAN-Port 2, der also ein Gigabit hat. Deshalb lade ich ihn nochmal neu. Und hier hat irgendwie das Übernehmen nicht funktioniert. Ich gehe nochmal auf das Gigabit. Ach so, da hat irgendwas nicht gestimmt mit den... Ah ja, der DHCP-Hostname stimmt nicht. Genau, ich nenne die einfach mal Box 2 und nochmal auf Übernehmen. So, dann gehen wir nochmal in die Übersicht und hier sehe ich sofort, dass er jetzt ein Gigabit hat. Also die Anzeige aktualisiert sich wirklich schnell. Das andere Problem ist, dass die ja jetzt eine 22 hinten hat, finde ich blöd zu merken. Und die hat eine 1 und da sagen wir doch, geben wir der doch eine 2. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal in die Netzwerkeinstellungen. Vom Master übrigens natürlich, also ich bin jetzt, nicht natürlich, aber ich bin jetzt auf dem Master. Und genau, der ist der Internetrouter, das ist alles richtig. Ich glaube, hier Netzwerkverbindungen ist das nochmal gewesen. Muss man ja mal gucken. Genau, da sehe ich jetzt die Box 2 mit der IP 22. Gehe ich auf den Stift zum Bearbeiten. Und hier kann ich die IP festlegen. Ich gebe der jetzt einfach die 2 und hier unten muss angehakt sein, immer die gleiche IP zuweisen. Hier unten steht auch nochmal, dass die zum Mesh gehört. Jetzt sage ich hier OK. Genau, die wird erst nach dem Neustart des Gerätes gültig. Da würde ich sagen, da legen wir es doch mal drauf an. Ob das nicht auch eventuell gleich funktioniert. Also gleich funktioniert es wohl nicht. Ich versuche es mal mit Stecker ziehen. Das ist ja hier der gelbe, mit dem die verbunden sind. Lass ein bisschen draußen den Stecker und dann stecke ich ihn wieder rein. In der Hoffnung, dass er sich jetzt versucht, über DHCP diese 2er-IP abzuholen und nicht mehr die 22. Das hat jetzt geklappt. Ansonsten einfach mal Strom wegnehmen und wieder rein damit. So, jetzt passt das. Jetzt kann ich mir merken, die hat die 192.168.188.1 und die hat die 192.168.188.2. Das kann man sich einigermaßen gut merken. Kann man ja auch nochmal draufschreiben, wenn man sich da unsicher ist.
So, jetzt könnte ich die nehmen, könnte die in zwei Stockwerke stellen und müsste die halt mit einem Kabel verbinden oder über Powerline verbinden. Dann würde das funktionieren. Bei dem bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Man kann die aber auch als Repeater einfach benutzen. Weiß ich gar nicht, ob die das jetzt können. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn ihr das jetzt nicht braucht, dann könnt ihr natürlich ausschalten. Wie probiere ich das aus? Ich gehe einfach auf die zweite Box und hier habe ich unter Heimnetz, Netzwerk und Netzwerkeinstellung gesagt, als IP-Client per WLAN verbinden. Und ja, jetzt sagen wir doch einfach mal per WLAN, dann listet er mir hier auf, was es für Verbindungen gibt. Da sage ich jetzt einmal Liste aktualisieren. Und das Problem ist jetzt, sein eigenes WLAN listet er jetzt hier erstmal nicht auf. Soll uns jetzt aber erstmal nicht stören, denn wir schmeißen die jetzt einfach mal wieder als IP-Client hier einfach raus, so dass er denkt, er würde selber Internet machen. Gehe auf Übernehmen und jetzt muss ich wieder darauf achten, dass ich hier auch mit dem Slave verbunden bin. Das passt soweit und ich ziehe hier das Kabel ab. Wir wollen jetzt eine WLAN-Geschichte machen daraus. Jetzt sagt er mir, es gibt wieder eine neue IP. IPs kann man nie genug haben und deshalb, ja, geben wir die neue IP ein und müssen jetzt warten, bis er da wieder erreichbar ist. Solange er hier blinkt, wird er wahrscheinlich nicht gleich erreichbar sein. Schauen wir mal. Kann auch sein, dass man jetzt erstmal hier Stecker ziehen muss. Na, der ist noch drin bei mir. Genau, es besteht keine DSL-Verbindung. Soll auch gar nicht. Ich logge mich hier nochmal ein. Dann gehe ich hier auf Heimnetz und Mesh. Und jetzt passiert zum Verhalten, das ich öfters mal habe bei diesen AVM-Geräten. Wenn man da einmal was konfiguriert hat und will dann was ändern, geht das irgendwie bei mir immer in die Hose. Ich kann jetzt mal probieren, die zu koppeln über die WPS-Taste. Das kennen wir ja schon, beziehungsweise einen Versuch mache ich noch über das Webinterface. Aber das lädt mir schon wieder verdächtig lange, die ganze Geschichte. Ich versuche es jetzt mal über WPS zu koppeln. Vielleicht geht das ja, ansonsten wieder von vorne mit Werkszustand. Ich drücke hier also wieder die WLAN-Taste lang auf dem Mesh Master, bis hier das zu blinken anfängt. Und hier drücke ich dann auch wieder lange, bis das auch zu blinken anfängt. Jetzt könnte es sein, dass die sich über WLAN finden. Das kann aber einen kleinen Moment dauern. Also besonders vielversprechend sieht das nicht aus. Und wenn ich jetzt auf der Box bin, dann zeigt die mir eigentlich Einstellungen an, ja, die sie mir nicht so sehr anzeigen sollte. Ich gehe das deshalb mal hier auf WLAN. Und ich glaube, wir können jetzt hier gar nichts mehr groß einstellen, weil der irgendwie immer noch glaubt, doch, wir können hier was einstellen. Ich nenne das einfach mal Old, das Funknetz, und übernehme das mal. Hat jetzt den charmanten Vorteil, dass wir die beiden Netzwerke nicht mehr verwechseln können. Ich gehe nochmal auf Heimnetz und Mesh. Hier gehe ich auf die Mesh-Einstellungen. Der wartet jetzt immer noch auf eine Verbindung, obwohl ich die gedacht hatte, deaktiviert zu haben. Genau. Achso, er steht noch auf Mesh-Repeater. Naja, per WLAN, genau. Und genau, das ist ja von unserem Mesh-Master die SSID. Die wähle ich jetzt hier aus. Der WLAN-Schlüssel ist genau UsefulNet1. Das stimmt sogar noch, was hier drin steht. Und Einstellungsübernehmer aktiv. Dann sage ich OK. Und ich, ja, er sagt jetzt übernommen. Okay, die Einrichtung wurde erfolgreich abgestellt. Die Verbindung zur Basisstation ist hergestellt. Er blinkt ja auch nochmal ganz wild. Aber auch jetzt sollten wir nochmal prüfen, ob das Ganze funktioniert hat. Ich müsste ja jetzt in der Theorie, wenn die eine Verbindung haben, ich bin ja hier mit dem Kabel verbunden und die müssten eine WLAN-Brücke haben. Das heißt, ich müsste in der Lage sein, auf den Master zu kommen. Der Master hatte ja die 1881. Jetzt blinkt WLAN hier erstmal, das Verhalten hatten wir ja vorhin schon, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt hat sich da das WLAN-Modul wahrscheinlich einmal neu gestartet. So, WLAN blinkt durchgängig. Ich hoffe, jetzt gibt es hier eine Brücke. Ich versuche nochmal neu zu laden. Und jawohl, ich komme auf den Master erstmal drauf. Was wir jetzt natürlich noch prüfen sollten, genau wie vorhin, sind die beide im Mesh oder muss ich da nochmal Knöpfchen drücken? Die sind schon beide im Mesh, sind miteinander über die WLAN-Verbindung verbunden. Perfekt. Hat sogar noch die IP zugewiesen, die 2. Das wundert mich zwar ein bisschen, weil die MAC-Adresse vom WLAN eigentlich eine andere sein sollte. Wir schauen mal hier in die Netzwerkeinstellungen rein. Hier ist die Fritz.box. Jetzt gehe ich da nochmal auf Bearbeiten. Ja, aber okay, ist hier noch so eingestellt, kriegt immer noch die gleiche IPv4. Hätte jetzt gedacht, dass das WLAN-Modul mit einer anderen MAC-Adresse ankommt und das nochmal neu eingestellt werden muss. Aber okay, wollen wir uns nicht beschweren, wenn das funktioniert. Ansonsten bin ich jetzt hier zumindest mit der normalen Internet-Einrichtung und der Mesh-Konfiguration fertig. Master und Slave ist klar. Das Kabel brauche ich natürlich nicht mehr, das ist das zu meinem Laptop. Das kann jetzt hier weg. Das hat ja hier quasi Internet, das wäre die DSL-Box. Und ja, von daher
Das kann man jetzt sonst wo hinstellen, braucht halt natürlich noch einen guten Empfang zu der Box. Da sollte man also wirklich darauf achten, dass die nicht ganz so weit auseinander stehen und kann dann das Signal entsprechend repeaten. Wenn ihr jetzt ein Powerline-Modul oder sowas habt, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich euch natürlich hier. Und auch da habe ich euch gezeigt, wie die Einrichtung funktioniert.